Hi. Ich bin's wieder. Euer MC. Und ich spiele heute mal wieder einen neuen Part von Mandingos Mario Almanach. Ja, darauf habt ihr lange gewartet. Und es liegt einfach nur daran, weil mir diese Aufnahme, die ich jetzt gerade nochmal tätige, irgendwie abhanden gekommen ist. Und ich hatte einfach keine Zeit, das nochmal aufzunehmen. Ach ja, ach ja, ach ja. Zu den Copyright Credits. Dieser Hack ist von The Real Psycho und nennt sich Psycho's Illusionary World. Nee, Real Psycho World. Wie war das noch? Ach, ist auf jeden Fall von The Real Psycho und er meinte, da wären ganz viele Rätsel drin. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich habe auch gar keine Ahnung mehr. Hier, Super Psycho World, wollte ich schon sagen hier. PS, es ist ein Rätselhack. MFG The Real Psycho, TRZ. Ich danke dir nochmal an dieser Stelle, dass du mir diesen Hack geschickt hast. Und ja, ich freue mich schon, den wieder anzuspielen. Gut, einige der Rätsel habe ich noch so ein bisschen auf dem Schirm, weil wie gesagt, ich habe das schon mal aufgenommen, aber das ist 5 Monate her. Und ich glaube, das ist so ungefähr halb blind. Welcome to Detroit. War das nicht so ein Lied von hier? Wie hieß er? Eminem und... Ah, wie hieß dieser... Trick Trick. Genau, Trick Trick. Welcome to Detroit City. Erwartest du eine imponierende Rede? Ja, im Prinzip habe ich die erwartet, aber wenn du mir die nicht lieferst, ist auch egal. Ich weiß nicht, wo ich gerade hingehen muss. Muss ich jetzt nach rechts oder nach links? Nee, ich gehe erstmal nach links. Level 1. Da mache ich doch mal gerne mit. Okay. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich brauche die Shell. Chucks und Cooper Shell sind wichtig. Merkt ihr das? Mach ich. Oh Gott. So. Ich weiß nicht, ob ich das ohne Safe State schaffe hier. Aber ich glaube, hier brauche ich einen Shell Jump. Kann das sein? Ich glaube, hier muss ein Shell Jump. Oder... Ich kann keinen Shelljump, Leute. Das wisst ihr ja mittlerweile, dass ich keinen Shelljump hinkriege. Nein! Das wollte ich jetzt wirklich nicht. So, drauf da. Und... Nein! Yeehaw! Es gibt so andere Leute, die kriegen das aus dem FF hin. Ich nicht. Ich bin da zu blöd für. Und der Chuck, der wird kaputt gehauen erstmal. Zack. Und mal gucken, was hier drin ist. P-Switch. Mann, damit kann ich ja was anfangen. Okay. Rauf hier. Jaha. Hier brauche ich den. Drauf. Und los geht's. Das nehme ich mal mit. Und ich kümmere mich gleich mal um eine Shell. Oh Gott. Was soll ich das denn da unten hinkriegen? Wie soll ich da denn rankommen? Ach. Ja, war nicht schlecht, dass ich mich darum gekümmert habe. Oh Gott. Oh Gott, jetzt muss ich schnell sein. Nein! Ja, genau. Ich versag hier mal wieder. Nach Strich und Faden. Deshalb machen wir das Ganze normal. Und vielleicht kriege ich das ja auch mit einer Shell hin. Komplett. Nein! Nicht da so rein in den Cooper springen. Oh Gott, nein. Da musst du auch nicht hin. Jawohl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wuhu. Oho. Oho, ho, ho. Dann hier drauf. Und, ja, mal gucken, ob das klappt. Das klappt ja ausgezeichnet. Ja, so ist besser. Perfekt. Hier habe ich den P-Switch und da springen wir auch gleich mal drauf, um uns den Midway-Point zu holen. Ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn ich... Okay. Ich glaube, jetzt habe ich eine kleine Dummheit gemacht. Ich hätte da nicht so vorlaufen sollen. Deswegen muss ich jetzt erstmal ein bisschen ruhiger werden wieder. Ich nehme das mal mit. Das auch. Nein! Verfluchte Axt! Was mache ich denn hier gerade? Kommt, Leute. Okay. Nein. Nee, so wollte ich das nicht. Ich weiß schon, wie du das von mir jetzt verlangst, was ich machen muss. Das kann ich mir so in meinem Verstand ein bisschen ausmalen. Okay. Dann warten wir mal auf den Chuck. Los, Norris. Los geht's. Hier, komm mal her.
Juhu! Das soll natürlich nicht geklappt. Ach nee, ja, muss ich ja noch warten. Okay, ab geht's. Komm her. Yeah! So hatte ich mir das vorgestellt. Ast rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, von der Spielmechanik her ist das jetzt nicht so schwierig, aber was eben die Schwierigkeit dieses Hacks gerade ausmacht, ist einfach, dass hier so viele Rätsel sind. Nee, da muss ich anders vorgehen. Schafft er doch von hier? Ich glaube ja. So, zack. Zack, zack, zackera, zack. Oh Gott. Oh Gott, nein. Oh, nee. Geht, geht, geht. Hui. Okay, hier geht's dann weiter. Komm mal her. Nein. Verdammt. Jawohl. Ja, ich bin nicht mehr so in Übung, merkt ihr vielleicht gerade mal. Wann habe ich das letzte Mal ein Mario-Hack gespielt? Der letzte Mario-Hack, den ich gespielt habe, war von Jirobo. Den werde ich auch bald nochmal hochladen. Das war ja vielleicht mal was Bitchiges. Okay, wie war das hier? So. Zack. Nein, nicht den Toten. Toten, genau. Nicht den Töten. Den Toten. Kann ich da auch hoch-Chell-Jumpen kommen? Was soll der Geiz? Nein, dafür muss ich das aber hinkriegen. Ach, Mann. Okay. Geh mal ein bisschen zur Seite. Und rein mit dir. Okay. So, und hier durch. Ah. Ich habe das also wirklich gebraucht. Wuhu! Fail! Fail! Aua! Nochmal mega fail! Okay, hier bin ich sicher. Zack, zack, zack. Okay, hier kommt gleich der Chuck. Na was? Wuhu! Und wumm! Durchs Ziel gelaufen! Perfekt! Perfektomato! Perfektomato! Curse clear. Puh. Ich muss ganz ehrlich sagen, beim letzten Mal war ich besser. Kann ich ja jetzt hier einfach mal so behaupten. Kann ja keiner nachprüfen. So, Yellow Switch Palace. Den brauche ich, glaube ich, auch. Aber den hast du, glaube ich, nicht verändert. Ah! Du Arsch! Du Arsch! Dann gehe ich mal ganz spontan weg davon. Lauf hier in die Röhre rein. Und es geht weiter. Yeehaw! Switch Palace. The power of the Switch you have pushed will turn into art. Your progress will also be saved. Ja. Das ist schön. Das ist echt schön. Und da verteilen sich die Blöcke. Continue and save. Da bin ich ja mal ganz hart. Ich weiß gerade auch nicht mehr so aus dem FF, wie viel Level der Hack hat. Einfach mal hier so hin. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt hier so weitergeht. Die nehme ich einfach mal mit. Kann nicht schaden. Okay. Juhu! Ah, sonst wäre ich hier nicht weitergekommen. Gut, ich brauchte also unbedingt den Switch Palace. Da führte kein Weg dran vorbei. Ah. Ein schwieriger Part wird das hier. Blind Jumps und Disco Cooper. Viel Spaß, ne? Dankeschön. Ich finde aber, nachdem ich das von Jirobo gespielt habe, kann ich hier gar nichts mehr schocken. WTF? Hallo? So, geh mal da runter. Hallo? Ey, ganz ehrlich, Leute. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich schummel jetzt einfach. Lauf, Mario! Ich bin ein Trickser. Ich bin ein Trickser.
Mal gucken, was es hier jetzt so gibt. Ah, da muss ich bestimmt rauf, oder? Ach, kann ja nicht so schaden, einfach mal hinzugehen. Oh, ne. Zack. Und hier runter. Ah, ja. So, das war die Beta von Super Psycho World. Bei mir unter The Real Psycho gibt's die Vollversion. Ja, dann geht doch mal ganz gerne zu The Real Psycho und schnappt euch die Vollversion. Mir hat's Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich fand's lustig. Jetzt möchte ich eben noch darauf. Hier auch noch, so, zack. Komm mal weg da! Das geht ja gar nicht. Ich wollte ihn gerade mit dem P-Switch bewerfen, aber das hat leider nicht funktioniert. Wuhu! Und Wusa! 19 Punkte. Das war's dann mit der neuen... Ja, mit diesem Hack von The Real Psycho. Wie gesagt, wenn ihr die Vollversion haben möchtet, geht zu ihm. Ich weiß nicht, Kanal, muss mich nochmal anschreiben, wenn ich das Video hochgeladen habe, weil ich gerade den Link nicht mehr hab, ich Idiot. Da kriegt ihr auf jeden Fall die Vollversion. Und, also mir hat Spaß gemacht. Ich glaube, bei der Vollversion sind noch viel, viel mehr Levels dabei. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das ja mal auschecken. Ich sag einfach mal, tschüss Leute, bis dann, euer MC. Und ja, trinkt nicht so viel. Tschüss.